Also in unserem Smart Home finden wir einfach den Komfort, die Zukunftsausrichtung und die Einfachheit so schön. Es ist abends warm, wenn ich nach Hause komme. Ich kann die Heizung über die Smart Home Geschichte einstellen. Es gibt so viele Möglichkeiten, woran ich auch selber anfangs gar nicht gedacht hätte. Dieses Haus ist ein KfW 40 Plus Haus. Das ist energetisch schon sehr gut ausgestattet und ausgeführt. In diesem Objekt hier wurde ganz bewusst erstmal ganz normal verkabelt, konventionell, und dann mit dem System 3000 von Gira aufgerüstet. Wir haben das G1-Panel bei uns im Wohnzimmer hängen. Das ist nicht nur für Rollladen und Lichtsteuerung, sondern wird unter anderem auch unsere Heizung drüber gesteuert. Wir können von der App aus, und das war mir sehr wichtig gewesen, von der App aus von überall das Haus steuern. Wenn wir sagen, wir haben das Fenster vergessen zuzumachen, dann machen wir die Rollladen vorsichtshalber runter. Smart wird das Haus durch dieses KNX RF von Gira, weil es einfach die Komponenten miteinander verbindet und einfach Sinn stiftet. Ja, das heißt, das Fenster ist offen, ja, und irgendwann nach einer Viertelstunde geht die Heizung in dem Raum aus, ja, weil sonst heizen wir halt für draußen. Natürlich kann man einen Aussperrschutz zum Beispiel programmieren, dass mir die Jalousie, wenn ich draußen auf der Terrasse sitze, nicht die Jalousie runterfährt zu einer vorprogrammierten Zeit. Das heißt, ich kann mich selber nicht aussperren. Sei es der Windmesser auf dem Dach, der dann entsprechend die Rollladen hochfährt, wenn es zu starker Wind ist, sei es die Verbindung mit der Heizung. Unsere Heizung hat auch eine leichte Kühlfunktion. Bedeutet im Sommer, wenn es extrem warm ist, weiß die Anlage Bescheid, okay, es sind draußen jetzt über 24 Grad, ich wärme nicht mehr, ich kühle jetzt, ohne dass ich das vorher einstellen muss. Das merkt das System alleine. Ja, ist einfach smart. Das Wichtigste an der Smart Home Planung aus meiner Sicht als Bauunternehmer und Bauträger ist, ich sag mal, die Schnittstelle. Das heißt, die Gewerke zusammenzubringen. Ich würde den zukünftigen Bauherren raten, sich Gedanken darüber zu machen, was muss ich vielleicht auch an Installation heute haben, um später daraus ein Smart Home machen zu können. Und wenn man das vielleicht nicht direkt alles machen kann oder möchte, dann kann man gewisse Vorbereitungen treffen, zum Beispiel Leerrohre schon vorab einzuplanen, ein KNX-Kabel pro Geschoss schon mal zu legen. Das sind alles Sachen, die vielleicht in der Bauphase nicht viel Arbeit machen oder auch nicht viele Kosten bereiten, aber nachher für die Zukunft definitiv schon eine Erleichterung sind. Die Möglichkeiten sind gerade durch dieses KNX-RF von Gira natürlich dafür geeignet, auch wirklich in einer späteren Situation, im späteren Ausbau erst zu kommen. Da die Installation von einem smarten Zuhause anders ist als bei einer konventionellen Schaltung, bedarf es da schon ein bisschen mehr Planung. Man kann natürlich entscheiden, wie smart es werden soll. Ja, da gibt es sicherlich Abstufungen. Ja. Der eine steht auf das ganz große Kino, ja, so, und der nächste, der vielleicht technisch nicht so affin ist, der mag lieber die einfachere Lösung. Also wir haben ein gutes Gefühl bezüglich Datenschutz und Sicherheitsaspekt. Und Gira hat auch den Server in Deutschland und somit auch dem deutschen Datenschutz unterlegt. Das ist so abgesichert seitens Gira, dass da kein Problem ist. Ja. Und dann fühle ich mich auch wohl damit. Also die Installation in diesem Objekt hier ist nicht mehr gewesen als bei einer konventionellen Verkabelung. Letztendlich haben wir die geplante Verkabelung genutzt und haben das umgerüstet oder aufgerüstet auf das Gira-System 3000 KNX-RF. Man muss dann zum Beispiel bei der Fensterbestellung darauf achten, dass man Fensterkontaktschalter mit einbaut oder dass man die Haustür direkt ein bisschen schlauer macht und die kriegt ein Motorschloss. Ja, aber ich sag mal, das ist jetzt nichts Schwieriges. Der Komfort war für uns wichtig, aber auch die Möglichkeit zur späteren Ersparnis. Wir haben uns für eine Photovoltaikanlage entschieden mit einem kleinen Batteriespeicher, um halt eben auch hier autark zu sein. Unser Smart Home wird quasi durch die Sonne betrieben. Ich möchte einfach, dass die Leute auch in 10 Jahren noch in einem Haus wohnen, was zeitgemäß ist, was dem technischen Stand entspricht. Also wir haben uns ein Haus gebaut, was einfach für die Zukunft gewappnet ist, was sich mit uns und unseren Bedürfnissen weiterentwickeln kann. Sei es die Elektronik selber, sei es Apps rund um Haussteuerung, die sich immer weiterentwickeln. Und unser Haus kann sich mit uns in die Zukunft nach unseren Bedürfnissen einfach weiterentwickeln.